Tee seid ihr dann? Ja, also wirklich hier auf oberstem Niveau hier. Ich sehe hier 3 Sterne, 4 Sterne sehe ich. Ne? AK mit Getreide sogar. Also am Niveau lag es auf jeden Fall nicht. Nein, auf jeden Fall gar nicht. Ja, und vielleicht werden wir gleich einen der Spieler im Interview haben. Das würde mich auch sehr freuen, Louis. Vielleicht sollten wir einen einladen. Ja, vielleicht kannst du da einen Kontakt herstellen. Ich werde mal kurz... Moment. User joined your channel. Vielleicht Seth Fraun oder vielleicht auch Timmy. Oder vielleicht beide sogar zusammen. Uns jetzt für ein Interview zur Verfügung stehen. Einen wunderschön. Moin. Hallo. Ja, wir haben jetzt Kai Blotterson jetzt auch am Start. Der natürlich als Experte sich das Match auch angeguckt hat. Kai, wo hast du die Schwächen gesehen der Ts und auch CTs? Tja, da kannst du laut sagen. Schwächen, Schwächen, überall du Schwächen. Ja. Ja. Das Spiel mit den Granaten, das taktische Verständnis, da fehlt es überall. Das müssen wir noch aufbauen. Das ist natürlich harte Kritik jetzt gerade gegenüber einem Spieler wie Seth Fraun, der schon mehrere Turniere auch gespielt hat. Hätte er vielleicht weiterhin die T-Base decken sollen? Definitiv, definitiv. Aber das werden wir gleich nochmal intern klären, weil ne, man muss nicht alles jetzt hier an die große Glocke hängen. Ja, das war Kai Blotterson, der Trainer von dem Team von Seth Fraun, der hier ganz klar gesagt hat, das Team hat wirklich Fehler gemacht und daran gilt es dran zu arbeiten. Ja, ich weiß nicht, Snickers, konntest du vielleicht schon Kontakt herstellen zu einem der Spieler? Die Spieler haben sich gerade in die Kabinen zurückgezogen, sind vielleicht ein bisschen... Ja, natürlich, sind natürlich noch immer gestresst und ich sehe gerade, wir haben Timmy hier am Mikrofon. Oh, ja, da bin ich. Ja, Snickerson, du hast bestimmt einige Fragen an Timmy. Ja. Richtig, Timmy, wir haben gerade eine starke Leistung von ihm gesehen im Spiel. Oh, ja. CT wie auf T-Seite. Was sagen Sie zu der T-Deckung von Seth Fraun? War das notwendig? Nee, das hätte nicht sein müssen. Wir wollten ihn auch die ganze Zeit auswechseln. Mein Team hat ständig geschrien, bleert, Zucker bleert. Und das habe ich so verstanden, dass wir da schon einen Wechsel vornehmen sollten. In Zukunft auch. Wie in der Vergangenheit. Was uns auch aufgefallen ist, dass Seth Fraun mit seinen Calls wirklich euch vorgeschickt hat, um dann am Ende selber die Fracks zu setzen. Ihr seid immer vorgepusht und er hat immer wirklich versucht, letzter Mann zu bleiben, um die Fracks zu setzen. Wie hast du das gesehen? Ja, das ist richtig, das ist richtig. Anders konnte man das auch nicht sehen. So war das wohl von ihm gedacht. Er wollte bester Spieler werden. Seiner Meinung nach ist der beste Spieler der mit den meisten Fracks. Meiner Meinung nach nicht. Aber das haben wir ja auch letztendlich im Resultat gesehen. Kann man das sehr auch schön auf die Battlefield-Vergangenheit zurückführen, die Seth Fraun auf jeden Fall hatte? Nein. Ja, aber was mir sehr gut gefallen hat, war auf jeden Fall deine Scout-Leistung. Du konntest da einen schönen Headshot zum Beispiel in der Banane setzen und auch wirklich die AWP Mitte oben nochmal gut anhitten. Hättest du die Scout früher auspacken müssen? Nee, die hätte ich nicht früher auspacken müssen, weil mein Team sehr auf Rush ausgelegt war. Später war mir das Team einfach nur noch egal, deswegen ja. habe ich meine eigene Nase gespielt quasi. Das gerade Adolf Hitler, der natürlich als Rush-Spieler bekannt ist, der auch gegen polnische Teams, französische Teams und auch russische Teams sehr gerne rusht, ist natürlich oft in die Situation gekommen, um auch Frag zu setzen. Wie beschreibst du seine Leistung? Ja, er wollte wieder mal zu viel auf einmal. Da, ja, es kam mir mehr so vor, als würde er mit einer Hand in der Luft spielen. Es war nicht so toll, mit ihm zusammen zu spielen. Gab es also auch deiner Meinung nach interne Probleme mit Absprache, welchen Spot man jetzt angreift, beziehungsweise ja, die richtigen Ansagen auf der CT-Seite, ob die T's jetzt auf B kommen oder nicht, das hat man sehr oft beobachten können, dass ihr sehr spät verschoben habt. Ja, da gab es tatsächlich überhaupt gar keine Absprache seitens meiner Teamkollegen, die irgendwie auf einmal nur noch komische Worte von sich gegeben haben, die unser deutsches Gehirn nicht verstehen konnte. Okay, Louis. Also gab es Kommunikationsprobleme. Kannst du das jetzt hier so sagen? Ja, das kann ich sagen. Ich glaube, ich spreche auch für Seth Fraun. Leider wieder mal, wie jedes Spiel, der Lost gerannt. Ich meine, was soll man dazu noch sagen? An ihm lag es natürlich zumindest hektisch nicht. Er hat einige Runden sehr gut wirklich die T-Base halten können.
Während andere Spieler natürlich reingerannt sind, als gäbe es keinen Morgen. Ja, Timmy, dann bedanken wir uns natürlich für das Interview. Hoffen, dass vielleicht Seth Bourne auch nochmal Stellung bezieht zu diesem Match. Ja, der Rage Crit war natürlich auch in diesem Match wieder vorprogrammiert, wie man dann zum Schluss gesehen hat. Aber ich glaube nicht, dass er sich heute noch dazu äußern wird. Die Tage, dann wird man sehen, ob er sich beruhigen konnte. Ja. Kommen wir zu den Zuschauerfragen, Timmy, wenn du noch kurz Zeit dafür Ja, hast. natürlich. Hier haben wir die erste Frage von Monte von Twitch. Wie sieht die Zukunft von Timmy aus? Was kannst du da vielleicht was sagen? Wirst du vielleicht wechseln? Wirst du weiter mit dem Team spielen oder was hast du geplant? Ja, die Sponsorverträge, die sind natürlich jetzt auch langsam ausgelaufen. Ich meine, wir haben jetzt Jahreswechsel gehabt, da musste man auch mal wieder sehen, dass das Budget reinkommt, ist jetzt mit diesem Spiel nicht passiert. Daher werde ich wohl das Team verlassen, genauso wie Seth Bourne. Wir werden nochmal schauen, dass wir ein Remake machen Mitte des Jahres, aber das dann auch nur zu Publicity-Zwecken. Also, nee, mehr kann man da auch nicht erwarten in dieser Ja, das ist Konstellation. auf jeden Fall eine sehr ehrliche Antwort. Kommen wir vielleicht zu der nächsten Frage. Bei welchen Turnieren wird man ihn sehen? Also vermutlich dich. Polycats haben wir angesetzt, auf jeden Fall. Seth Braun und ich zusammen mit drei anderen Spielern, die möchte ich jetzt noch nicht verraten. Ich kann nur so Okay, aber viel da kann man. verraten, Maß ist es nicht. Und ja, müssen wir mal schauen. War das eine Anspielung? Ja, also wirklich, der Humor, den hat er sich trotz dieses Matches noch erhalten. Karriereende kann man ja soweit schon mal sagen, dass es kein Karriereende geben wird. Wird man das Line-up auf dem nächsten Major-Spielen sehen? Ich denke, die Frage ist vermutlich auch beantwortet, aber vielleicht kennst du was zum kommenden Team. Wer sind die drei neuen Spieler? Sind das eher junge Spieler, erfahrene Spieler? Da Ja, kannst du ich meine, uns die Infos geben. die neuen Spieler, das hat so ein Bart, ne? Also, möchte ich jetzt aber auch noch nicht drauf eingehen. Also, wir haben auch noch nicht mit den Spielern gesprochen. Der eine Spieler, so viel sei gesagt, ist ziemlich stark, so dass ein Matchmaking noch nicht stattfinden kann. Aber ja, wir schauen in die Zukunft, versuchen unseren Skill anzuheben, dass wir da auch Schritt halten können. Bei Reap More im Forum war ja zu sehen, dass ihr zuletzt mit Kai Blut von ehemalig MTW trainiert habt. Ist er in der engeren Auswahl? Nee, da gab es ganz dollen Streit zwischen uns. Okay. Mit dem wollten wir gar nichts mehr zu tun haben. Der hat Ja, kann ich verstehen. gesagt, deine Mutter arbeitet auf dem Strich. Und Okay. ich meine, Na, also das das ist gab nicht ja gut. schon. Gab es schon öfter Probleme menschlicherseits, die Lord auch schon nachgesagt wurden. Ja, wir kommen mal zur nächsten Frage. Wird man Timmy auf einem Major dieses Jahr sehen? Ihr seid bisher noch nicht qualifiziert. Denkt ihr, ihr schafft das noch? Ja, wie gesagt, mit dem neuen Line-Up ist sowas angesetzt. Ich kann auf Ja. Seth Prawn da noch nicht so pochen, weil, ja, so dieser Einzelspielertyp ist nicht gefragt in einem Teamspiel. Ja, Wer als letzter überlebt, das ist nicht das Ziel des Spiels. Also, ich meine, ja, da muss man. hatte natürlich oft den Anschein, das stimmt schon. Hier kriegen wir noch eine Frage an Snickersen, was die sich indirekt auch auf Timmy bezieht. Was kann Timmy an seinem Spiel verbessern? Was User kann er sich von dir disconnected vielleicht from your abgucken? channel. Das ist eine sehr schwierige Frage, weil so einem talentierten Spieler wie Timmy, wie wir auch in diesem Spiel gesehen haben, ich denke, es war in diesem Spiel sehr stark zu sehen, dass es einfach an den Absprachen lag und nicht an der eigenen Leistung. Und deswegen will ich mich da auch einfach von distanzieren, weil ich einfach nichts dazu beizutragen Ja, das kann habe. ich verstehen. Ja. Unter anderen Voraussetzungen ist Timmy wirklich ein sehr eleganter Spieler, will ich meinen, der Situation zu nutzen weiß und ja, sein Skill wirklich passend einsetzt und dem Team Ja. wirklich unterstützende Das kann man jetzt. unterstützenden Beitrag leisten kann auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall jetzt so als Lob sehen, also dass es Ja, direkt hier an Timmy geht. danke, 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 Die Snickers. nächste Frage, die hier reinkommt, ist von Maechi. Mechi? Ja, ich weiß nicht genau, wie das ist. Auf Read More war zu lesen, dass eventuell Striker, Fonz, Hitman oder Molon Alternativen wären für das Team, aber ich weiß nicht, ob du darauf jetzt Stellung beziehen kannst oder vielleicht einige Tipps geben kannst. Ich glaube, ich schreibe mir das auf und beschäftige mich später damit. Okay, also hier ist nichts rauszukriegen von Timmy. Ja, Timmy, dann war das die Fragerunde. Die Fragen scheinen soweit alle beantwortet zu sein.
Ich bedanke mich für das Interview. Ich mich auch. Gerne, gerne, gerne. Danke, dass ich eingeladen wurde nochmal zu einem Gespräch. Das hat mich sehr gefreut. Ich meine, Ja. das wird ja nicht oft passieren in meinem Status, weil ich ja sehr viel unterwegs bin, aber ich bin gerne dabei. Dankeschön. Ja. Ja, dann bedanken wir uns auch. Wünschen dir alles Gute auf jeden Fall. Ja, dankeschön. Ja. Ebenso Und. viel Erfolg mit diesen Kommentatoren, Ding, nenne ich es mal so. Ja gut, der Erfolg ist ja eh schon da, deswegen brauchen wir uns den nicht Oh. wünschen. Oh. Ja, sehr schön. Ja. Ja. Fand ich auch eine erfolgreiche Sendung, die hier wieder zu Ende geht. Gessen. Ich bedanke mich auch bei dir als Komod. Ich mich auch, Louis. Das war wieder eine Dokumentation, sag ich schon, eine Trauma-Kommentatoren-Kapitel Ja. hier. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Ja, dann würde ich sagen, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Zephron TV. Ich bedanke mich bei euch Zuschauern, dass ihr das schön durchgehalten habt. Leider hat es nicht sein sollen für Zephron und seine Kumpanen. Aber wir haben schon gehört von Timmy, der hier Aussagen dahingehend geleistet hat, dass das Team neu sich zusammensetzt mit drei neuen Spielern und versucht, das Major, sich fürs Major zu qualifizieren. Schaltet auch, wie gesagt, das nächste Mal wieder ein. Ich freue mich. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Dann sollen wir noch eins spielen, oder? Einer geht noch. Bei mir nicht, ich bin es tief noch berührt von diesen Worten erschüttert von mir. Kann das irgendwie? Ach, nein.